Geht's da nach unten? Wir können nicht gucken. Es geht nach unten, aber nicht für uns. Ey, da ist wieder ein Toter. Was geht ab? Freundchen? Wo sind die anderen hin? Und ein... ein Logbuch. Es wird wieder Zeit zu lesen. Der letzte Eintrag beschreibt ein schweres Unwetter. Morg Seegang nimmt. Wellen bis zu 6 Metern Höhe, keine Schäden gemeldet. Nachmittag. Wetter verschlechtert sich. Weiter. Wettervorhersagen ebenfalls. Die Crew hält sich gut. Morgen. Wind erreicht Sturmstärke. Weiterhin zunehmend außergewöhnliches Wetter. Mehrere Blitzeinschläge in OM, jedoch ohne größere Schäden. Schiff nimmt etwas Wasser, doch die Lage ist unter Kontrolle. Navigator Dead. Wassertiefe als uneinschätzbar wahrscheinlich. Betriebslogbuch. SS Urang. Morgensee beruhigt sich. Mittag dichter Nebel. Nachmittag starker Seegang. Nachmittag 7:30 sehr dichter Nebel. Mitternacht bis Nachmittag weiterhin dichter Nebel. Vielleicht kriegen wir ja auch noch den dichten Nebel. Vielleicht gehört das mit zu den Einbildungen oder ist das wirklich das Wetter gewesen? Ich weiß es nicht. Ich meine, da stand ja Geheimnis gefunden, deswegen versuche ich mir da irgendwas auszureimen irgendwie. Meistens klappt das dann doch nicht ganz so gut. Aber ich denke, mit der Chemikalie haben wir schon mal recht. Ich denke mal, das ist eine... Die haben einen Handel geschlossen, um eine chemische Waffe zu haben, um sie gegen Feinde einzusetzen im Krieg. Weil das war 1947. Ich denke, da haben sie doch irgendwas damit geplant. Es wird zumindest zu dem Zeitraum rumpassen. Da ist eine Vorhersehung. Das war einer von den anderen, oder? Der sich selbst erschossen hat? Ich traue diesen Vorhersehungen nicht mehr, ne? Ich traue ihn einfach nicht mehr. Seit der Sache mit Alex eben vertraue ich... Nee. Hey, hast du schon das Funkgerät? Nein, aber es muss ein Funkgerät auf dem Schiff geben. Da muss ein sein. Oh, da ist eine Karte. Ich bin nicht sicher, wie unsere Überlebenschancen zurzeit stehen. United States, Mexiko... Hier stimmt China. Was nicht. Wenn man nach San Francisco will, ist diese Route total verrückt. Aktuelle Route. Vielleicht haben sie sich versteckt. Ein Versteckspiel. Auf dem Ozean. Vielleicht haben sie ja... Hat auch der Captain die Warnvorstellungen bekommen. Von Anfang an schon. Und deswegen gedacht, er müsste sich vor irgendwem verstecken. Oder tatsächlich mussten sie sich verstecken, weil sie halt wertvolle Kriegsfracht bei sich hatten. So, Notizen. Leer. Und hinten steht... Gedrängt. Ja, vom Dichte Wolkendecke. Ah, jetzt sind wir beim 22. Juni. Wir hatten keine Ahnung, wo sie sind. Sturm. Vom Kurs abgekommen. Frachtraum 2 überflutet. Schwerer Blitzschlag. Treiben in seichtem Wasser. Position unbekannt. Meerestiefen nicht kartografiert, mein Gott. Tiefe unbestimmt. Unbestimmbar. Suche nach Mann, der über Bord ging. Suche abgebrochen. Und dichte Wolken. Positionsbestimmung nicht möglich. Ich denke, die sind vom Kurs abgekommen, weil der Captain das angeordnet hat. Weil sie irgendwas gesehen hatten oder so. Irgendeine Vorstellung war da wieder. Und das Gift war schon ausgetreten. Das Funkgerät, aber erstmal gucken wir hier. Na, krass, Mann. Was denn? Matschbirne hier wollte wohl gerade einen Funkspruch senden, als er abgekratzt ist. Nenn doch nicht Matschbirne, das ist eine arme Leiche. Funkbetrieb 0201, Notruf abgesetzt. Funkausfall, SOS per Morsecode versucht. Viele der Crew tot. Klingt, als waren sie total am Arsch. I die. Ja. Der wusste schon, dass er sterben würde. Ich meine, kein Wunder. Hey, kommt. Heilige Scheiße, das Baby funktioniert. Oh, Funktechnik hat sich in 70 Jahren kaum verändert. Solange Saft da ist. Na Gott sei Dank. Ich mach das, Leute. Sonst hätten wir ein Problem. So ganz achte. Ah. Yeah. Wir haben es tatsächlich geschafft. Ein Zahlensender. Militärkanal. Das Militär muss uns helfen können.
oder? Ja. Wir wollen die Fracht hundertprozentig sichern. Hallo? Hallo? Check, check, check. Ist da jemand? Komm schon. Oh, er hat uns empfangen. Ja. Oh, Scheiße. Ja, okay. Wir krepieren hier. Nein, unsere Koordinaten sind. Ja, wir müssen jetzt sachlich sein. Hey, falls mich jemand hört, wir sind auf diesem verdammt alten, schrottigen Frachter. Unsere Position 12 Grad und 30 Minuten Süd, 151 Grad und 20 Minuten West. Mayday! Mayday! Komm schon. Wiederholen. Nein, wiederholen. Wiederholen. Verdammt, komm schon. Nein, der Saft hört auf. Es blinkt. Wir sind auf Orang Medan. Hey, okay, wir sind auf diesem alten Frachter. Wir glauben, es ist die Orang Medan. Orang Medan. Hallo, kann mich jemand hören? Ist jemand da draußen? Oh, ich habe eine Rundschaft bekommen für den Namen des Schiffs herausgefunden, weil wir den Hinweis gefunden haben. Vielleicht haben sie das gehört, dass wir Medan gesagt haben. Komm schon. Ich hoffe, sie haben es gehört. Finde den Generator und versorge das Funkgerät mit Strom. Also müssen wir wieder nach unten gehen. Ja? Sieht man hier und jetzt ist nur Standbild? Ah, okay. Das muss irgendwo hinführen. Vielleicht können wir den Strom wieder anschalten. Wenn wir Strom haben, können wir das Funkgerät benutzen. Sollte einer hierbleiben, falls uns jemand anfunken will? Wenn ich ehrlich bin, komme ich mit meinen Verletzungen nicht herunter. Scheiß drauf. Ich gehe. Brad geht, okay. Ich komme mit. Und Julia. Ich bin hier der Captain. Von irgendwas. Und der Captain sagt, ich komme definitiv... Was? Einer muss doch aber bei Conrad bleiben, hallo? Bereit? Okay, also Julia geht nicht. Und sie sind einfach beide direkt runtergefallen. Applaus für diese Leistung. Noch am Leben? Alles okay bei euch? Uns geht's gut, ja. Uns geht's gut. Und was jetzt? Keine Ahnung, wo wir sind. Ich warte hier beim Funkgerät. Ja, du und Julia hoffentlich. Hier. Von der hat man bisher jetzt gar nichts mehr gehört. Die hat nicht nachgefragt, ob sie okay sind, die anderen. Ab und zu bin ich echt verwirrt. Das ist genau das eben mit, wo ich dachte, Brad ist nicht mehr bei Fliss, weil er einfach nicht gezeigt wurde. Und trotzdem war er dann im Endeffekt da und ich treffe eine Entscheidung, weil ich dachte, er wäre nicht da. Das Spiel zeigt einige Leute mit Absicht nicht an. Kann das sein? So, dann suchen wir einfach mal. Ich hoffe, wir finden das den Strom einfach schnell. Ich hoffe, wir finden den Generator schnell. Sick Bay, da waren wir auch schon mal. Ich kann mich daran erinnern, das vorgelesen zu haben. Wir waren hier. Waren wir auch in dem Raum hier? Ich will alles mitnehmen und hinweisen. Es hat uns eben auch geholfen mit dem Schiff. Ja, das ist... Oh! Hier waren wir mit dem Typen ganz am Anfang. Das ist das mit dem Diebstahl. Da war ein gewisser Joe im Lazarett. Hier waren wir ganz am Anfang. Beim Prolog. Oh, da ist noch was. Das haben wir hundertprozentig auch gelesen, richtig? Irgendeine Art Streiterei. Ja. 10 Tage im Loch. Befehligt. Das hatten wir auf jeden Fall schon gesehen. Total ausgerastet sein. Ich meine, die Rückseite nicht. Die hatte ich ja verpasst umzudrehen. Kommt hier wieder eine Ratte raus? Nein, doch nicht. Was ist das denn? Bericht des Schiffarztes. Protokoll des Treffens zwischen Wissenschaftler X, CVO Walter Bishop und CVO Tom Palmer mit Sergeant Peter Wood als Beisitzer und Peer. X für das Treffen mit unserem Team. Es gäbe viel, das man voneinander lernen könnte, wahrscheinlich. Stimme dem zu. Die westliche Welt müsse vor dem üblen... Kann ich das eigentlich auf dem... Ich gucke gleich, ob ich das auf dem Papier lesen kann. Die USA seien darüber informiert, dass gewisse Stellen, denen von chemischen und biologischen Substanzen in der Kriegsführung erforschten, unsere Aktivitäten durch das Genfer Protokoll eingeschränkt, hätten Experimente unmöglich... Beschreibt eine während des stattgefundenen Untersuchungen.
Es wurde die Wirkung eines in Molekülkristallform vorliegenden Halluzinogens mit Codenamen Mandschurei Gold auf Menschen getestet. Chemische Munition. Wir hatten also recht von Anfang an. Kampf ist zu gewährleisten. Es war bereits ein geringer, signifikanter Halluzination, sehr überzeugend. Versuchspersonen sahen und hörten Dinge, die in beiden nicht voneinander vorhanden waren, und dies selbst Wirkung sei vielfältig groß, gleichbleibend intensiv. Also das ist tatsächlich das, was wir von Anfang an gedacht haben. Es ist eine chemische Waffe. Kann ich hier irgendwas lesen? Our Unlimited by Genva Protocol. And while we have been da 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 to can certain. Oh, es ist schwierig zu lesen. Aber wir haben unsere Bestätigung. Wir hatten tatsächlich von Anfang an recht mit unserer Vermutung, dass das Chemikalien sind. Gut, warum fragst du mich jetzt danach? Ich war nie wirklich in der Schule, also. Auf mich wirkst du sehr clever. Danke. Man muss nicht unbedingt in der Schule sein, um clever zu sein. Es gibt auch viele, die in der Schule sind und nicht clever sind. Das ist meistens immer sehr lernabhängig von der eigenen Person. Ob man das kann, ob man das nicht kann, ob man es gut beigebracht bekommt oder nicht. So, herunterlassen können wir da wieder. Ja, also machen wir das auch. Ich hoffe, Fliss kommt auch mit. Hier, sieh dir das an. Schau, da unten. Der Maschinenraum. Hier muss der Generator sein. Oh, ja, stimmt. Gehen wir runter. Hier fehlt ein Stück Leiter. Da kann man doch locker runterspringen. Das ist doch nicht weit unten. Ich glaube, ich kann. Hey! Ja, wirklich tief Bist du ist das okay? nicht. Klar. Alles gut. Komm runter. Hat sie sich wehgetan? Nein, alles gut. Ach so, ich kann mich bewegen. Ich dachte gerade, passiert gerade irgendwas, aber nein. Oh, okay. Was? Das? Es war. Hab ich erschrocken? Hast du nichts gesehen? Was denn? Okay, also ich sehe also Zeugs. Du aber nicht. Okay, gut. Versuch mir zu folgen. Auf dem Schiff war also dieses Mandschurei-Gold, das in Wahrheit eine Art halluzinogene Biowaffe der Chinesen aus dem Zweiten Weltkrieg war. Und wir wissen, es war super instabil und trat auf dem Schiff aus. Vielleicht ist es noch hier. Ja. Vielleicht hat es sich noch nicht verzogen und hat nur dieselbe Wirkung auf uns, wisst ihr? Diese Halluzinationen. Die Scheiße, die wir sehen, sie ist nicht real. Die Crew hat halluziniert. Wir wussten, dass sie Angst hatten, dass seltsame Dinge passiert sind. Die Offiziere dachten, dass ein GIs, die sich einfach vor dem Wachdienst drücken wollten. Das ist kein Geisterschiff, sondern eine Biowaffe. Könnte das irgendwie mit dem versunkenen Flugzeugwrack zusammenhängen? Ich meine, das kann natürlich sein. Gab es einen Kontakt? Immerhin eine Theorie. Wow. Okay, dann mal weiter. Deswegen wäre es umso wichtiger, jetzt wo wir das geklärt hätten, eine Gasmaske zu finden für jeden von uns. Dann könnten wir uns schützen vor dem Gas. Das wäre wichtig. Van Linden Engine Works. Rotterdam, Niederlande. Dieselmotor Nummer 1734. Jahr 1920. Typ L87CSE. Tja, ich hoffe, die Niederlande hat was Gutes daraus gehauen, denn wir brauchen das. Jeden Motor hier. Und die sind wahrscheinlich alle von dort. Kann ich irgendwas betätigen? Nein, kann Was ich denkst du, nicht. was die Typen wollen? Die Fischer? Genau. Geld. Ich glaube, die Jungs sehen kein Land mehr oder so. Gehe ich gerade im Kreis oder ist hier irgendwo was? Hier ist nichts zum Angucken. Ah, hier ist was. Hey, hier ist er! Oh, wir haben es gefunden. Hey, es läuft noch. Gott sei Dank. Ein Wunder, dass es noch Wunder, dass der läuft. Strom dauernd ausfällt. Das Ding funktioniert kaum. Leg den Schalter um und dann nichts wie weg. Es ist ein Wunder, dass es überhaupt noch funktioniert, allgemein. So, hoch damit. Okay, gehen wir wieder hoch. Es muss doch noch einen Weg geben. Wir können auch denselben Weg wieder zurückgehen, oder nicht?
Obwohl, nie bin ich runtergefallen, stimmt. Hallo, wir sind zurück. Bitte kommen. Komm schon. Hören Sie mich? Müssen wir es nochmal einstellen oder so? Over. Ja, die hören es wieder. Wir wurden entführt, wir alle. Und da sind Dinger, die uns umbringen wollen. Over. Ja, sie wissen es. Wir kriegen ein Rettungsteam. Gott sei Dank. Und jetzt ist es kaputt. Oh, wir haben es aber geschafft. Komm schon, Mann. Du Stück Scheiße. Gut, dass wir nicht in Panik geraten sind. Wir haben es geschafft. Wir haben diesen blöden Strom anbekommen und Funkgerät. Wir sind in Sicherheit. Und da kommt der Nebel wieder. Ah, na toll. Guck mal hier. Taucherausrüstung? Das Kreislaufgerät. Die Fischer müssen es von der Duke haben. Ob es noch funktioniert? Bestimmt. Scheint noch Luft zu haben. Vielleicht ein paar Minuten? Nehmen wir es mit? Ich meine, es ist schwer. Und? Das Ding kommt mit. Bei all dem Wasser ist es bestimmt nützlich. Ja, auch wenn es nur ein paar Minuten sind. Ein paar Minuten können lebensrettend sein. Oh ja, Olsen ist komplett wahnsinnig. Der ist komplett wahnsinnig geworden. Gott, der wendet sich gegen seine eigenen Freunde. Er ist halt komplett durch. Lebt er überhaupt noch, der Typ? Oh, da ist das Gerät. Brauchen das. Weil eigentlich brauchen wir das nicht. Wir können auch warten bis zum Morgen, uns irgendwo verstecken und auf Hilfe warten. Hauptsache, wir sind draußen an der Luft. Sieht er uns jetzt? Nee. Nicht dieser blöde Hammer schon wieder. Oh, ich wollte schon wieder S drücken. Okay, alles gut. Wir dürfen uns nicht erwischen lassen. Der schlägt uns den Schädel ein, der Typ. Aber ich verstehe immer noch nicht, dass die uns nie sehen. Die drehen sich nie um. In echt wären wir so tot gewesen. Und das schon so oft. Und hier ist alles voll mit Nebel. Oh Gott, wir müssen Olsen ausweichen, während wir gucken. Warum macht er das? Naja, er sieht Dinge. Wir müssen sehr vorsichtig sein. Deswegen genau. Macht er das. Er sieht irgendwelche komischen Dinge, die nicht da sind. Internes Memo, streng geheim. Stephen Harding, USAM, Militärbasis. Oh! Ich habe keine Zeit zum Lesen. Ansehen. Wir rennen. Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, was richtig ist. Was genau hätten wir uns angesehen? Vielleicht hat er ja was in der Hand, was uns geholfen hätte. Verdammt, wir hätten gucken sollen. Ah, jetzt bereue ich das. Muss ich gleich wieder S drücken? Oh, ich hätte gerne dieses Memo weitergelesen. Ich werde euch finden, ihr kleinen Scheißer! Wo ist das Problem, all das Gold zu teilen, ne? Es muss doch wohl genug für alle da sein, mehr als genug! Ich glaube, das Gold willst du auch nicht! Aber ihr wollt mich ausboten! Jetzt hätte ich wieder Herzschlag. Wenn ihr nicht das ganze Gold kriegt, lasst ihr mich lieber hier krepieren! Aber ich bin der Captain. Ich hab das Sagen. Und ich entscheide, wer wieder geht. Und oh, bitte mach das nicht kaputt. Er wird uns bald finden. Ja, aber was sollen wir tun? Eine Idee. Weglaufen ist zu riskant. Wir müssen schleunigst weg von ihm. Es ist zu riskant. Wir können noch nicht weg. Wir müssen warten auf unsere Chance. Oh Gott, ich weiß nicht, was wir machen sollen. Vielleicht haben wir Glück und er ist so blind wie alle anderen immer und so wie er es eben auch war. Aber ich hab Widerstrom. Das Gold gehört.
jetzt kann ich endlich zuschlagen. Ich mit meinem Riesenhammer. Ich glaube, der Typ liebt seinen Hammer.